haben Zeit. Ich habe Feiertag, ne? Aus. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen heute hier am Reformationstag oder an Halloween zur Pressekonferenz des 17. Spieltags der Regionalliga Südwest anlässlich des Hessen-Derbys TSV Eintracht Stadtallendorf gegen den TSV Steinbach, Spielstand 1:1 vor 2143 Zuschauern hier im Herrenwaldstadion. Wir hören zuerst ein Statement des Gästetrainers und anschließend wird unser Heimtrainer ein Statement zum Spiel abgeben. Bitte schön, Herr Wink. Ich mache den Vorschlag, wir bleiben beim Reformationstag, ne, ist ein Feiertag, lassen dieses neumodische Halloween noch kurz beiseite. Ja, für so einen Reformationstag war es, glaube ich, ein ganz ansehnliches Regionalligaspiel. Auf guten Platzbedingungen, leider, und das ist das, was uns in den letzten zwei Spielen so ein bisschen nachläuft, ohne wirklich durchschlagenden Erfolg für uns. Ich glaube, dass wir erste Halbzeit schon genug Möglichkeiten hatten. Wir haben momentan nicht diese Konsequenz, nicht diese Verbissenheit, um dann auch wirklich Tore für uns zu erzielen. Und ich glaube, wenn du hier das Spiel von vorne für dich entscheidest, sprich erste Halbzeit schon ein, zwei Tore machst, die schon auch möglich waren mit den Möglichkeiten, die wir hatten, dann haben wir es zweite Halbzeit auch wesentlich einfacher. Gehen dann allerdings in Führung durch ein schönes Tor von Sascha Marquet. Und haben dann genug Situationen im Rahmen des Umschaltspiels, um auch einen Deckel drauf zu machen. Auch da nicht diesen Punch, nicht diese Durchschlagskraft, nicht diese Qualität im letzten Pass, um dann wirklich das Zweite zu machen. Und da musst du immer damit rechnen, dass mal einer durchrutscht. Und Stadtallendorf hat hier schon auch offensiv eine gewisse Qualität, das wussten wir. Da sind auch einige Mannschaften hier schon baden gegangen, von denen man es nicht unbedingt gedacht hätte. Deswegen war mir klar, dass das bis zur 90. Minute gehen wird. Und ja, dann kriegst du kurz vor Schluss dieses 1:1, was für uns natürlich ärgerlich ist. Und gleichzeitig, so ist Fußball, müssen wir mit leben. Leider aus zwei Spielen nur ein Punkt, wo wir eigentlich mehr eingeplant hatten. Und ja, jetzt müssen wir schauen, dass wir in den nächsten zwei Spielen, wo zwei Bretter kommen mit Mannheim und Saarbrücken, dann versuchen den Großen. Heute waren wir der Große und jetzt kommen die Großen zu uns, beziehungsweise spielen gegen die Großen, müssen wir denen ein Bein stellen, so wie Stadtallendorf uns heute ein Bein gestellt hat. Dankeschön. Ja, Dankeschön, Herr Wink. Frage an dein Statement zum Spiel. Ich sage ja nochmal, es war heute ein sehr schwieriges Spiel für uns, das wusste ich schon mal. Kommt die Profimannschaft gegen, man darf nicht vergessen, wir haben jetzt englische Woche und bei englischer Woche merkt man nur dann einen richtigen Unterschied zwischen Amateurismus und Profitum. Und wir hatten eine ganz schwere Phase mit Pokalspiel und das war, da wusste ich schon mal, wir werden schwere Beine haben. Und wie die Jungs über 90 Minuten Gas gegeben, gekämpft, geackert, gearbeitet. Dann haben wir uns, glaube ich, diesen Punkt verdient. Deswegen freue ich mich riesig für die Truppe, dass wir über 2000 Zuschauer das mindestens immer angeboten, dass der Wille immer da war und nie unterkriegen lassen. Der Gegner hat unglaubliche Qualität. Und mit einem Tor kommst du immer ins Spiel. Klar, das zweite Tor, wenn der Gegner geschossen hätte, aber im Fußball gibt das nicht. Nochmal, wir haben, glaube ich, diesen Punkt am Osaat erarbeitet. Und gehen wir weiter, 22 Punkte. Jetzt haben wir normale Rhythmus von Samstag und glaube ich, das ist in dieser Phase, in dieser Rhythmus fühlen wir uns logischerweise wohler, weil ich muss morgen mit Jungs arbeiten, das ist das Unterschied. Ich beschwere mich gar nicht, dass ich jetzt das Ausrede suche oder sowas, sondern das respektiere ich und ich weiß, wie schwer ist das, auf einen Hut zu bringen, dass wir in dieser Liga bestehen können. Von daher gesehen mit 22 Punkten und mit dieser Leistung gegen so einen starken Gegner, ich darf nie vergessen, Stein war ich schon mal 3-4 Jahre in dieser Liga und da muss man mal ein bisschen sich abgucken, was die anderen machen, die richtig gut machen. Aber für unsere Anfang ist, glaube ich, das ist sehr gut. Vielen Dank. Nur zwei Jahre, okay. Nicht 3, 4, sind 2 Jahre. Aber trotzdem Vorsprung passiert. Das stimmt.
Ja, wir würden jetzt freigeben für Nachfragen, Rückfragen von Medienvertretern. Was sind denn Fragen? Sehe ich jetzt keine. Dann noch ein kleiner Ausblick. Unser nächstes Spiel findet am Samstag, 4.11. um 14 Uhr beim SSV Ulm statt. Hier freuen wir uns wieder auf zahlreiche Unterstützung. Am Freitag, den 10.11., sehen wir uns dann hier im Herrenwaldstadion wieder zum nächsten Hessen-Derby gegen den KSV Hessen-Kassel. An dieser Stelle schließen wir die Pressekonferenz. Wir wünschen unserem Gast für den weiteren Saisonverlauf alles Gute. Heute eine gute Heimreise und Ihnen allen auch einen guten Nachhauseweg und einen schönen Abend noch. Vielen Dank.